Das nächste Hilfsmittel, was wir jetzt betrachten werden, ist Otto. Wenn Otto aktiviert wird, werden Bewegungen und Zeichnungsaktionen auf 90 Grad beschränkt, relativ zum aktuellen BKS, zu parallel zur X-Achse oder Y-Achse. Lass mich zeigen, was ich damit meine. Ich werde das hier aktivieren. Auto-Modus ist jetzt an. Wenn ich zum Beispiel dieses Objekt hier verschiebe, nach unten oder nach links, dann kann ich das nicht einfach frei wählen, wo das hingeschoben wird, sondern nur parallel zur X- bzw. zur Y-Achse. Oder wenn ich eine Linie zeichne, es ist absolut horizontal bzw. vertikal, relativ natürlich zum aktuellen Benutzerkoordinatensystem. Das nächste Hilfsmittel, Polar oder Spurverfolgung, ist etwas komplizierter, obwohl ähnlich. Wenn ich hier einen Rechtsklick mache und Einstellungen auswähle, dann sehen wir schon in diesem Dialogbox die Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Es ist so wie Auto, dass der Sinn ist, die Bewegungsfreiheit zu beschränken oder zu limitieren, dass man immer gewisse Winkel verwendet. So anstatt nur 90 Grad, so wie bei Auto, kann man auch in Inkremente von 45 Grad, 30 Grad, 22,5, 18 und so weiter. Oder sogar man kann selbst neue Inkrementwinkel auswählen. Hier haben wir Einstellungen, die etwas mit den Objektfangspuren zu tun haben, was gleich besprochen wird. Und hier kann man entscheiden, ob diese polare Winkelmessung absolut ist, so zum aktuellen Benutzerkoordinatensystem, oder relativ zu letztem Segment, eine Linie oder andere Objekt. Lass mich dann kurz zeigen, was damit gemeint ist. Polar ist schon aktiviert. Ich werde es so einstellen, dass auch 45 Inkremente beachtet werden. Ich zeichne eine Linie von einem x-beliebigen Punkt. Da haben wir unsere Spur 90 Grad, 45 Grad, wieder 90, 135 in diesem Fall, 180 und so weiter. So, wenn ich zeichne, dann sehen Sie, das sind immer Inkremente von 45 Grad. Ich abbreche mit Escape. Wenn ich das dann so einstelle, so wie hier, relativ zu letztem Segment, können wir sehen, was dann passiert. Ich zeichne einfach eine Linie frei zuerst. Und dann kann ich wählen, relativ zu diesen letzten Linien dann mit 90 bzw. 45 Grad und so weiter. Die nächste Hilfsmittel in unserer Liste ist Objektfang. Das ist aber etwas, was so wichtig ist, dass es in einem ganz anderen Einheit detailliert besprochen wird. Und deswegen werden wir jetzt nur ein paar Sachen besprechen zur Überblick. Objektfang wird hier unten gefunden. Ich mache einmal Rechtsklick und auf Einstellungen drücke. Und hier können Sie einiges an Optionen sehen, die teilweise bei mir aktiviert worden sind und teilweise nicht. Wie man von den Namen entnehmen kann, sind Objektfangspunkte Methoden, die man beim Zeichnen verwendet, um gewisse Punkte auf Objekten aufzugreifen bzw. darauf Bezug zu nehmen. So zum Beispiel kann man eine Linie von einem Endpunkt von einer anderen Linie zeichnen, was dann absolut genau von der Endpunkt tatsächlich ist, nicht in der Nähe davon. Oder Mittelpunkt eine Linie, Zentrum eines Kreises, ein Punkt, eigentlich eine Linie ohne eine Länge. Quadrant sind die Punkte auf einem Kreis bei 0, 90, 180, 270 Grad. Schnittpunkt, wo zwei Linien oder andere Objekte sich kreuzen und so weiter. Aber wie gesagt, die werden in einem späteren Einheit detailliert besprochen. Wenn ich das aktiviert habe, so wie hier,
dann werden die Objektfangspunkte verwendet, die hier aktiviert sind. So zum Beispiel, ich zeichne eine Linie von irgendwelchem Punkt. Ich kann hier zum Mittelpunkt von dieser Linie gehen, zu Endpunkt und so weiter. 3D-Objektfang ist ähnlich wie Objektfang, nur so wie der Name aussagt, ist aber für 3D-Objekte. Wenn ich hier nochmals einen Rechtsklick mache, dann sehen wir, was für Optionen zur Auswahl stehen. Scheitelpunkt, Mittelpunkt auf Kante, Zentrum der Fläche, Knoten, senkrecht und so weiter. Aber alles auf 3D-Objekte bezogen. Unser nächster Punkt, Objektfangspur, was sich hier befindet, funktioniert eigentlich nur, wenn gleichzeitig Spurverfolgung sowie Objektfang auch aktiviert worden ist. Und es funktioniert so. Mit dieser Zeichnungshilfe legt das Programm horizontale und vertikale Hilfslinien durch markierte Punkte, die temporäre Spurpunkte sind. Dadurch kann, ähnlich wie bei der Zeichnungshilfe Otto, eine vertikale und eine horizontale Ausrichtung erfolgen. Lass mich zeigen, wie das geht. Zum Beispiel, ich möchte eine Linie zeichnen von diesem Punkt, wobei der Endpunkt sollte eigentlich lotrecht mit diesem Punkt hier sein. Ich bewege der Cursor darüber, bis Endpunkt erscheint. Und wenn ich jetzt den Cursor nach oben bewege, dann gibt es eine temporäre Spurlinie. Und das kann ich verwenden, um diesen Endpunkt zu definieren. So, was muss man machen? Man muss einfach den Cursor über einen Punkt, so zum Beispiel Endpunkt, Mittelpunkt und so weiter halten, bis der Name erscheint. Und dann wird eine temporäre Spurpunkt hinterlegt. Dynamisches BKS zulassen bzw. nicht zulassen ist etwas, was eigentlich nicht zum Grundkurs gehört. Ich kann aber kurz zeigen, was es grundsätzlich bedeutet. Erstmals werde ich das aktivieren. Bei den Optionen dynamisches BKS wird das benutzte Koordinatensystem angepasst an der Fläche, was gerade aktuell ist. Hier habe ich ein 3D-Objekt. Wenn ich dann einen Befehl ausführe und den Cursor Richtung Objekt bewege, dann wird eine Fläche aktiviert. So kann ich jetzt Linien zeichnen in dieser Fläche. Ich aktiviere Objektfang, zeichne eine Linie von diesem Endpunkt und Sie sehen anhand des Symbols auf der linken Seite, dass der BKS sich geändert hat. Wenn ich jetzt abbreche, dann ist unser BKS-Symbol zurück auf Welt, was eigentlich unser aktuelles Koordinatensystem darstellt. Dynamische Eingabe ist ein relativ neuer Feature bei AutoCAD. Und es erleichtert die Arbeit, indem man direkt vor Augen gewisse Informationen hat bzw. Eingabemöglichkeiten, ohne dass man mit den Augen nach unten an den Bildschirm gehen muss. Ich werde es dann jetzt aktivieren und eine Linie zeichnen. Und sofort sehen Sie, ich habe da Eingabemöglichkeiten, die klar und ersichtlich sind. Mit der Tablaturtaste kann ich zwischen diese zwei Möglichkeiten, die ich hier habe, wechseln. Der Wert, was zu sehen ist, ist eigentlich genau der Punkt, wo der Cursor sich jetzt im Moment befindet. Ich könnte zum Beispiel minus 600 eingeben und minus 130 und mit Eingabe bestätigen. Wenn ich jetzt den Cursor bewege, dann sehen Sie, ich habe auf der linken Seite die Länge und darunter die aktuelle Winkeleingabe. Ich kann natürlich wieder mit der Tablaturtaste zwischen diese Eingabemöglichkeiten wählen. So hier zum Beispiel kann ich 30 eingeben, mit Eingabe bestätigen und so weiter. Hier hat man auch natürlich gewisse Einstellungsmöglichkeiten. Wenn ich mit Rechtsklick auf dem Schalter klicke, Einstellungen, dann sehen Sie hier die Möglichkeiten, die ich habe. Einschließlich Darstellungsmöglichkeiten.